Hey! Schön, Hallo dich Max. Zu sehen. Es ist Hi. So schön, dass du dabei bist. Danke, Eigentlich machen wir ja, so eine kleine freut mich Vorstellung sehr. am Anfang, aber dich muss ich ja niemandem vorstellen. Du bist ja irgendwie seit 2004, seitdem du beim Eurovision Song Contest da teilgenommen hast, eigentlich in ganz Deutschland ein Name und hast ganz viele tolle Alben rausgebracht und bist aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Aber was ganz, ganz viele Leute nicht wissen, ist, dass du einer der allerersten Unterstützer warst von uns. Und zwar noch bevor der Verein gegründet wurde, nämlich irgendwie schon 2009, glaube ich. Ich glaube ja. Ne? Also, Ja? ich meine, da wurde der, ich meine, ihr habt jetzt 10-jähriges Jubiläum. Wer ist denn Jetzt. 2011? War es da nicht 2011, dass wir uns da Naja, kennengelernt wir haben? haben halt die Initiative Schulen für Haiti, haben wir schon vor dem Verein Stimmt. angefangen. Und Stimmt, deswegen, und du stimmt. warst ja bei der allerersten Schultour mit dabei und hast die Dankeschön-Konzerte an all die Kinder, oh, jetzt klingelt mein Handy mitten hier drin, an all die Kinder, die teilgenommen haben und irgendwie ganz fleißig Spenden gesammelt haben für die Kinder in Haiti, hast du ja dann Schulkonzerte Das war so gemacht. lustig. Ich kann mich noch so enorm gut daran erinnern. Wir haben ja damals mit Justin Balk gespielt und waren in dieser Turnhalle mit den ganzen Kindern. Und das war so lustig, wie die dann, wir haben die auch so mitsingen lassen. Kannst du dich erinnern, wie die dann abgeschrien haben und so. Und das war so, es klang so eigentlich wie so Beatles-Konzerte, fand ich, wenn man in den Schulen spielt, oder? Ich fand es auch, das war super schön und ihr habt das damals auch so toll gemacht. Und ich weiß noch, du hattest, glaube ich, diese, ich weiß nicht, wie die heißt, diese Trommel dabei und Justin hatte Cajon, die. genau. Genau. Und das war super cool, weil ihr habt diese ganze Turnhalle da irgendwie mit Musik gefüllt und die Kinder fanden es einfach, glaube ich, das war irgendwie, ich fand das großartig. Die sind so abgegangen da, das war echt lustig. Ja, ich habe es aber auch, ich liebe es ja eh vor Kindern zu spielen. Das ist ja super selten, weil wir, wenn wir Clubtouren spielen oder irgendwo unterwegs auf Festivals oder so, sind ja keine Kinder vor der Bühne. Wir spielen ja immer abends, wenn es dunkel ist oder wenn es spät ist. Und das ist ja irgendwie ab 16 dann mehr oder weniger. Nicht, dass wir irgendwie nicht vor Kindern spielen können. Wir, Ja, unsere ihr seid Texte nicht sind weder. jugendfrei wahrscheinlich. Doch, eigentlich sind wir schon jugendfrei. Ich glaube schon, aber Kinder, das ist nicht die Uhrzeit. Und dann kommt es aber ab und zu Konzerten, in, eben wie in dem Fall, wo dann Kinder dann ganz gezielt da sind. Und ich finde, das ist da, ich fühle mich wirklich wie der Weihnachtsmann, wenn ich Konzerte vor Kindern gebe. Ja, das stimmt. Also, ja, das war auch ein bisschen, glaube ich. Du warst auch ein bisschen der Weihnachtsmann da. Und du warst auch für uns tatsächlich eine krass große Hilfe, weil wir haben ja ganz klein angefangen mit dieser Initiative Schulen für Haiti und du warst, ich weiß auch gar nicht mehr so genau, ich habe eben so nachgedacht, wie es überhaupt zustande kam, dass du uns unterstützt hast, aber ich glaube, wir haben dich gefragt und du hast einfach spontan aus dem Bauch raus gesagt, das finde ich gut, oder? Ich weiß nicht, erinnerst du dich? Ich kann mich sogar, ohne Witz, ich kann mich sogar daran erinnern, dass es genauso war. Ich stelle mir das nochmal ein bisschen an, dass ihr mich angefragt habt und wir tatsächlich sofort Ja gesagt haben. Und ich weiß noch, dass das Feedback eurerseits war: ey, so unkompliziert und so schnell. Wir hätten nie damit gerechnet, dass wir euch so schnell am Start haben. Wir haben euch angefragt und irgendwie am gleichen Tag oder einen Tag später oder wie auch immer kam von uns die Zusage: ja. Wir fanden das irgendwie so spannend, so ein junges Konzept zu begleiten, gerade in den Anfängen, weil ich mir nämlich zu der Zeit vorgenommen hatte, so Benefizgeschichten langjährig zu begleiten und eben nicht nur so rein raus, wie man es so oft macht. Ne? Und seitdem ich mit euch arbeite, ist es eigentlich so ein Credo auch, dass man, wenn man bestimmte Vereine unterstützt oder eben, es gibt ja gesellschaftliche Randgruppen, die Unterstützung brauchen, es gibt Menschen mit Behinderung, es gibt Forschungsprojekte und so weiter, Kinderheime, generell soziale Projekte und da spielen wir und ich mache das immer nur, wenn wir es mindestens irgendwie 2, 3 Jahre begleiten können, um so eine Entwicklung auch mitzuerleben und dass es auch irgendwie authentischer ist und ihr hattet damals mir den Anschluss gegeben und ich glaube, wir waren ja echt ein paar Jahre zusammen, ne, als Partner. Ja, du hast noch mehrere Schulkonzerte gegeben und du warst ja auch auf Presseveranstaltungen mit dabei, du warst bei Events mit dabei, du warst am Anfang mega aktiv dabei und auch jetzt über die Jahre, wir haben uns ja nie so richtig aus den Augen verloren, wir haben jetzt nicht mehr diese Schulkonzerte gemacht, deswegen haben wir dich nicht mehr genervt mit Anfragen, aber letztlich, Quatsch. wer weiß, vielleicht machen wir es ja irgendwann nochmal. Und jetzt Also bist ich du ja auch meine, wieder dabei, voll cool. ja, jetzt bin ich ja eben dabei und ich freue mich voll, dass ihr so lange durchgehalten habt, weil ich weiß genau, wenn man bestimmte Dinge ins Leben ruft und mit vollem Enthusiasmus dabei ist, unterschätzt man vor allem eines, nämlich den Arbeitsaufwand und der ist ja bei euch gigantisch. Auf die Reisen nach Haiti, ihr hattet mir mehrfach angeboten mitzukommen. Es war für mich unmöglich, ich habe selber Kinder zu Hause, ich war super viel unterwegs, ich wüsste gar nicht,
wie sozusagen zu diesen ganzen Monaten, die man eh nicht zu Hause ist bei den Kindern, man nochmal irgendwie 2 Wochen weitere sich freinehmen kann, um nochmal woanders hinzugehen. Ich habe das so ein bisschen bereut, dass wir es nie hinbekommen haben. Ich weiß aber auch im Umkehrschluss, es wäre mir einfach nicht möglich gewesen. Aber ich weiß, dass ihr es gemacht habt, dass ihr irgendwie wochenlang da unten wart, dass ihr Schulen aufgebaut habt, dass ihr mittlerweile euch vergrößert habt, dass ihr eine totale Man- und Woman-Power habt, die dahinter steckt. Und das ist ja eigentlich total bewundernswert, dass solche Vereine wirklich 10 Jahre bestehen. Deswegen allerherzlichste Glückwünsche für euer Durchhaltevermögen. Danke dir. Danke, danke. Also bist immer noch herzlich eingeladen. Ich meine, wir sind jetzt auch lange nicht mehr gereist. Wir haben auch gemerkt, die Reisen sind wichtig und gut, um die Projekte zu besuchen. Aber viel wichtiger ist es irgendwie, den Leuten dort vor Ort zuzuhören, was sie brauchen und wofür sie das Geld brauchen und dann den Experten vor Ort zu vertrauen und eben das Geld irgendwie zu besorgen. Und vor allen Dingen ist uns mittlerweile wahnsinnig wichtig geworden, die Arbeit, die uns ja schon immer ganz wichtig war, weswegen wir ja auch die Schulkonzerte gemacht haben, aber die Arbeit mit den Kindern in Deutschland, also die Horizont erweiternde Arbeit, letztlich mit einer nicht eurozentrischen Perspektive auf die Welt zu schauen, sondern zu verstehen, wo unsere Verantwortlichkeiten liegen. Aber das haben wir damals auch mit dir schon gemacht und genau da arbeiten wir gerade ganz, ganz viel dran. Aber wer weiß, super. Vielleicht machen wir in 5 Jahren nochmal eine Reise und du bist natürlich herzlich eingeladen mitzukommen. Dann sind deine Kinder groß. Aber dann sind die groß, genau, dann würde es gehen. Ich habe dazu auch eine Frage und zwar, wie sieht es auf Haiti aus gerade? Ich meine, auch durch die Pandemie. Die haben ja ziemlich harte Lockdown-Bestimmungen. Gleichzeitig weiß man ja auch nie wirklich, ob diese Infektionszahlen, von denen man liest, die stimmen, weil man natürlich auch niemals diese Testkapazitäten hat, wie das in Mitteleuropa stattfindet. Wie schätzt du die Lage gerade ein? In Haiti ist die Lage momentan sehr schwer, ja einfach, also weil die politische Lage auch so schwer ist. Es gab ja, ne, der Präsident wurde ja umgebracht und es ist einfach momentan eine sehr instabile Situation. Dazu kommt, dass die Covid-Welle tatsächlich gestiegen sind und die hatten ja nie so eine richtig starke Welle, aber diesmal war die Welle doch jetzt also gerade ein bisschen stärker und das Problem ist gar nicht so sehr, dass die Zahlen so wahnsinnig hoch sind, sondern das Problem ist, dass die Krankenhäuser halt nicht ausgestattet sind. Es fehlt halt einfach ganz, ganz simpel an Sauerstoff. An Sauerstoff. Ja. Und das schlimm, ist das, ne? Problem tatsächlich. Sind da nicht auch Flaschen explodiert? War das nicht auf, ich weiß gar nicht, oder in welchem Land das war, wo weiß dann auch ich jetzt nicht, aber die ich falschen weiß, Lagerungen von Sauerstoffflaschen, ja, Menschen ums Leben kommen. Ja, ich weiß, dass auf jeden Fall händeringend nach Sauerstoff gesucht wird tatsächlich, weil das ja auch nicht im Land produziert wird gerade. Und also, ja, das ist schwierig. Aber die Schulen waren lange jetzt offen und haben jetzt gerade eine kleine Pause und sind dann auch bald hoffentlich wieder auf, weil die halt so viel verpasst haben. Im letzten Jahr haben die versucht, dann irgendwie über den Sommer die Schulferien eben nicht zu machen, sondern weiter aufzubleiben, sodass sie jetzt auch alle ihren Abschluss machen konnten, Gott sei Dank. Ja. Wahnsinn. Und sag mir mal, die Schulen, die damals gebaut wurden auf Haiti, das war eine, als ich dabei war. Ihr hattet dann auch, glaube ich, noch weitere im Blick. Wie viele sind es mittlerweile? Ist es noch bei der einen Schule geblieben? Wir unterstützen 2 Schulen in Haiti, St. Nicolas und St. Emma. Das sind ungefähr 600, 650 Kinder, die dadurch irgendwie im Jahr zur Schule gehen können. Wir schaffen es leider gerade nicht mehr, die Finanzierung für ein Mittagessen hinzubekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ganz, ganz traurig, weil die Kinder das wirklich nötig brauchen. Und wir haben eben jetzt noch... An wie viel Geld fehlt es denn dann? Wenn man das sind ungefähr 40.000 im Jahr, die man halt aber fest zusichern muss, weil die können nicht die Köche einstellen und dann nach 3 Monaten wieder entlassen. Also das ist so ein bisschen das Problem, dass man kann nicht sagen, ich biete jetzt mal für 2 Wochen ein Mittagessen an und dann nicht mehr, sondern man muss dann wirklich langfristig eine Zusage machen. Das ist so ein bisschen. Von daher muss man halt die Sicherheit haben, dass man jedes Jahr die 40.000 hinkriegt. Und das konnten wir leider nicht mehr leisten so. Aber die Schulen stehen und die sind auch jetzt auch beim Erdbeben stehen geblieben und die sind sicher und die sind, wir haben Trinkwasseranlagen mittlerweile in den Schulen, wir haben Computerkabinette an den Schulen, wir sind dabei, so ein Mailprogramm aufzubauen, wo sich Kinder aus Deutschland und Kinder aus Haiti schreiben können. Von daher eigentlich gibt es ganz viele schöne Schritte in Haiti und eben auch ja mittlerweile in Namibia haben wir eine Schule, die wir unterstützen. Das ist eine Art Internat, weil es für Kinder ist, die den so einen weiten Schulweg haben und deshalb nicht zur Schule gehen könnten, weil sie nicht jeden Tag nach 1,5 Stunden laufen können und deshalb eben ein Internat brauchen. Und in Honduras haben wir ganz tolle Projekte auch, so ein Workshop, also so eine Ausbildungsstätte für benachteiligte Jugendliche, die wirklich einen Job lernen und dann auch arbeiten können und eben ganz toller Kindergarten für Kinder von alleinerziehenden Müttern. Und das ist total toll, weil das sind junge Mütter, die auch noch in der Ausbildung sind und die sonst halt einfach nicht wüssten, wohin und wie weiter. Ja.
könnten keine Ausbildung machen dann, genau. Genau. Ja, das ist ja das Gemeine in den Ländern, in denen dann zum Beispiel die Antibabypille nicht verfügbar ist, wo man nicht verhüten kann, wo die Aufklärung nicht besteht und so weiter, dass da einfach die weibliche Ressource, dass man als Frau zur Bildung kommt, so gut wie ausgeschlossen ist, weil man zwangsläufig irgendwann schwanger wird als junges Mädchen und dann ist man plötzlich von der Bildung ausgeschlossen, weil niemand da ist, der aufs Kind aufpassen kann. Und das ist ja für uns überhaupt gar kein Thema, weil wir sowohl Kita-Plätze hätten, aber halt vor allem Verhütungsmethoden und die Aufklärung dazu. Und das ist halt einfach total bitter, ne? Dass dann einer Frau ein Leben mit Bildung verwehrt wird, weil die Umstände es nicht zulassen, dass sie adäquat. Ja, und dann eben auch oft alleinerziehend sind, ne? Also jung schwanger werden und dann alleinerziehend bleiben. Und ein Alleinerziehend in Deutschland ist auch schon anstrengend. Aber das mit 16 in Honduras ist nochmal eine andere Nummer. So. Absolut. Ja. Aber deswegen umso toller, dass wir so tolle Menschen wie dich haben, die uns unterstützen. Das ist ganz, ganz gut. Dass es bei allem Leute wie euch gibt, die sich diese Arbeit machen. Das ist mir wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ihr da im Jahr oder wie viele Tage ihr da rein damit beschäftigt. Ich habe aufgehört zu rechnen. Das darf man nicht rechnen. Das glaube ich, ja. Glaube ich. Das schön, schön. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir ein Lied spielen. Sehr gerne. Darauf warten auch alle bestimmt jetzt gerade schon. Ich habe einen super tollen Gitarristen, den Raphael, mitgebracht. Ich weiß nicht, wie man es jetzt genau macht. Und ich habe jetzt den Vorschlag, dass die Alex, die von Universal mich begleitet, das vielleicht sogar mit ihrem Smartphone noch von einer anderen Perspektive filmt, damit wir auch von der Soundqualität später entscheiden können, ob das über das Zoom oder über das Handy besser ist, weißt du? Sehr cool, sehr cool. Sehr gute Idee, danke dir. Also, machen wir es doch mal so. Möchtest du dich hier hinsetzen oder möchtest du stehen? Ja. Wäre gut, wenn man nicht nur deine Beine sieht, finde ich. Ich verändere auf jeden Fall mal die Ansicht, weil mich will ja niemand sehen beim Konzert. Sollen wir versuchen es mal so? Ich mache das jetzt einfach mal so. Mal gucken, was geht. So richtig einfach ist es nicht, aber wir werden es hinkriegen, I'm sure. So, ich muss noch was drunter legen. Ich nehme noch einen Badeschlappen, den ich jetzt unter das Lappen wieder dazu lege. Sehr geil. Wir hatten jetzt gerade eine Konferenz, eine Zoom-Konferenz mit, also einen Zoom-Besuch beim Morgenmagazin. Und dann musst du auch morgens so dein Ding so einrichten und es ist eine Katastrophe. Also ich weiß jetzt auch, für was Beleuchter da sind und Kameramenschen und Studios und so. Jetzt bin ich froh. Jetzt haben wir es irgendwie geschafft. Okay, das Stück heißt Nimmst du mich in den Arm und es ist ein Stück, was wir vor der Pandemie geschrieben haben und ich finde es so schön, weil es so ein ganz grundlegendes Bedürfnis ausdrückt, was Menschen, egal welchen Alters und Geschlechts und Gesundheitszustands und Reichtum und Religion total brauchen, dass man in den Arm genommen wird. Und das Schöne ist, dass es, wie gesagt, vor der Pandemie entstanden ist, aber dass es jetzt in der Zeit, wo wir so alle auf Distanz miteinander leben müssen und mit Masken und nicht die Hand geben und nicht umarmen, dass es irgendwie ganz, ganz gut passt, ohne dass wir wussten, dass das kommt. Und deswegen spiele ich für euch Nimmst du mich in den Arm. Okay. Du nimmst du mich in den Arm, nur so als Freund. Hab am Ende vom Tag noch nicht geträumt, mit dem Rest meiner Kraft zu dir gekämpft. Nimmst du mich in den Arm, nur so als Mensch. Nimmst du mich in den Arm, nur so dann fest. Ich bleib dann so lang, wie du mich lässt. Komm gerade zu dir, weil du mich kennst. Und ich komme zu mir, nur so als Mensch. Und unser Schweigen wird dann die schönsten Geschichten erzählen. Bisschen so bleiben, jede Sekunde wird mir sonst fehlen.
nimmst du mich in den Arm, erst kaum, ganz still. Ich bleib dann so lang, wie du es willst. Ich atme tief aus, ich will nicht mehr rennen. Ich will viel lieber ankommen, nur so als Mensch. Nimmst du mich in den Arm, nur so als Freund. Hab am Ende vom Tag noch nicht geträumt. Mit dem Rest meiner Kraft hab ich mich zu dir durchgekämpft. Oh, nimmst du mich in den Arm, nur so als Mensch. Oh, nimm mich in den Arm, nur so als Mensch. Wahnsinnig schön, danke. Danke, Raffi, vielen, vielen lieben Dank. Danke auch, Raffi, ja. Sehr cool. Ja, schön, ich fand es passt so schön, weil es ja darum geht, ne? Weil ihr ja auch Menschen in den Arm nehmt mit dem, was ihr macht. Und das ist ja wirklich eine Geste, die wahrscheinlich, auch wenn sie nicht oft im Leben vorkommt, Menschen auch so isoliert von der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Weißt du, so wenn du nicht, wenn du keine Liebe hast, kein gutes soziales Umfeld um dich rum, dann fängt man an rumzuspinnen, ne? Dann fängst du an, dich im Internet zu verheddern, rutscht in irgendwelche Rabbit Holes, fängst an, Menschen zu hassen und so. Deswegen ist, glaube ich, dieses in den Arm nehmen, dachte ich, echt total für die Gesellschaft so wahnsinnig wichtig, für jeden Einzelnen. Sehr schöne Schlussworte. Ja, hey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und vor allem noch viele weitere 10 Jahre, die ihr arbeiten könnt. Danke dir. Danke von ganzem Herzen. Danke. Gerne. Pass auf dich auf. Bis dann. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.